finde, das ist aber ein reiner Castboy und jetzt wird probieren wir es mal. Okay, grüß Gott, mein Name ist Barbara Kalina, ich bin aus der Klasse FD und meine Klasse hat am Fokuswettbewerb teilgenommen, und zwar Schule macht Zukunft mit dem Thema Mobilität. Ja, wir haben uns dazu entschieden, dass wir da mitmachen und dann haben wir uns natürlich erstmal die Gedanken darüber gemacht, was denn überhaupt Mobilität ist. Und Mobilität ist das schnellere und kostengünstigere und für den Verbraucher selbst wenig aufwendige Transport von Nahrungsmitteln. Und dazu haben wir uns Gedanken gemacht, ja, was können wir denn jetzt mit Mobilität verbinden, was passt denn zu Mobilität? Dann haben wir uns gedacht, Gesundheit und Ernährung. Das ist immer in den Medien, das heißt immer, die Kinder sind alle zu dick, jeder ernährt sich ungesund und da haben wir gemeint, das passt echt ganz gut zusammen. Gesundheit deshalb, weil die Versorgung der Schüler mit frischen und gesunden Lebensmitteln, damit dieses Image da weggeht, dass wir an der Schule wollen, da was ändern. Und somit ist unser Projekt Pausenpale entstanden und wir haben uns gedacht, wir machen Pausenpale übers Internet. Wir machen einen Pausenpolieber-Service, in dem sich die Schüler per Internet einloggen können, ein Formular ausfüllen, wie sie Kinder vorhin gerade ausgefüllt haben, und dann ihr eigenes Sandwich kreieren können. Schauen wir uns später noch an, wie das ausschaut. Als Zusatz haben wir noch einen Obstsalat mit reingenommen. Also die Schüler können sich auch einen Obstsalat kreieren. Am Anfang von unserem Projekt haben wir uns im Internet dann einfach Recherchen gemacht. Wir haben uns im Internet über das Thema Mobilität informiert und wir haben so sind jetzt die Ideen für unser Projekt das Pausenpale entstanden. Dann haben wir die Ernährungsberaterin Christa Kastogler eingeladen. Die hat uns wirklich tolle Tipps und Informationen gegeben, wie wir unser Projekt umsetzen können und mit welchen Nahrungsmitteln. Und dann haben wir das Konzept überarbeitet und haben sogar Kalorientabellen gemacht, damit es wirklich alles gesund ist. Und die Fachliteratur haben uns auch informiert. Dann hat sich unsere Klasse in drei verschiedene Gruppen aufgeteilt. Zum einen die Produktverpackung. Das sind hier so die Verpackungen, ihr könnt es gerne mal anschauen. Die sind von der Biomasse GmbH aus Straubing und die sind aus Maisstärke und 100% kompostierbar, kann man also biologisch abbauen. Und dann die Marketinggruppe, die hat dafür gesorgt, dass wir ein Logo haben, also dass jeder weiß, wenn er hier den Pausenpale sieht, was damit gemeint ist. Und dann die Öffentlichkeitsarbeit, dass man in den Schülerzeitungen Werbung für uns macht. Und vielleicht den Gängen gesehen haben, Plakate für die offene Tür, damit ihr noch einmal reinschauen. Dann haben wir die Internetpräsenzgruppe, die hat dafür gesorgt, dass unsere Homepage zustande kommt, dass die immer wieder erneuert wird, dass da Bilder reinkommen, dass es einfach schön passt. Und das hat dann dazu geführt, dass wir natürlich uns optimiert haben in unserem Konzept und wir haben auch Umfragen veranstaltet, dass wir auch ein Feedback bekommen. Jetzt zu unserer Homepage. Sie sehen jetzt hier unsere Startseite. Links verschiedene Balken, da können Sie sich über das Projekt informieren, über uns, wer wir sind, da sind Bilder von uns drinnen, wer unsere Partner sind. Wir haben vier Partner. Das ist zum einen die Unternehmen, gleich da unten, aber sehr mobil, zu Fuß haben wir die Lebensmittel holen können. Die Rede hat uns die ganzen Lebensmittel gesponsert. Dann Biomasse GmbH hat uns diese kompostierbaren Schalen gesponsert. Dann Plakatstobler und Segway ist auch noch ein Sponsor für das Transportmittel. Nochmal dann noch eine kleine Information zu unserer Ernährung. Ja, wieso ist es wichtig, dass wir eine gesunde Ernährung haben? Das ist eben Plakatstobler hat uns sehr viele Informationen gegeben. Ja, gesunde Ernährung fördert einfach das Denkvermögen. Für Schüler sehr wichtig, dass sie in den Pausen einfach kein Schokoriegel oder nur jedes Sandwich mit Butter oder so drin haben, sondern auch wirklich Gemüse, frisches Gemüse, knackiges Gemüse. Das ist ganz wichtig. So, jetzt wollen unsere Schüler.
Schüler ein Sandwich. Dann klicken Sie hier drauf, dann erscheint diese Seite, wo wir hier auch die Zettel ausgedruckt haben. Und dann sollen die Schüler zuerst einmal den Namen und die Klasse reinschreiben und dann können sie verschiedene Sachen ankreuzen, was sie wollen. Also welches Semmel, Vollkornsemmel, Kaisersemmel, verschiedene Wurst- und Käsesorten und den Zusatz eben mit Gemüse. Dann kriegen sie die Schüler auch weiter und dann wird die Bestellung abgeschickt und zu uns kommen die Bestellungen und wir können hier melden. Dasselbe jetzt mit dem Obstsalat. Der Schüler, ich will einen Obstsalat. Dann haben wir dasselbe Name Klasse und dann kann man verschiedene Obstsorten anklicken, was man eben in den seinen Obstsalat rein hätte. Es kommt in die kompostierbaren Schalen rein und auch wieder weiter. Und das war's. Dann zu unserem ersten Testdurchlauf. Die Planung, also die Schüler haben jetzt bestellt, wie wir es gerade gesehen haben. Die Sponsoren haben uns das eigentlich ermöglicht, dass wir den Testdurchlauf machen können. Die haben uns die Lebensmittel zur Verfügung gestellt. Transportmittel und eben auch die Verpackung. Dann haben wir drei verschiedene Klassen aus Unter-, Mittel- und Oberstufe herausgesucht, dass man auch wirklich von verschiedenen Jahrgängen und verschiedenen Altersgruppen die Meinungen hat und eben die Aufteilung von Arbeitsgruppen zur Arbeit in der Planung dabei. Dann die Umsetzung vom Testdurchlauf. Wir haben uns um 7:30 getroffen, vom Rewe. Die Lebensmittel hat der Geschäftsführer schon hergerichtet, das war echt super nett von denen. Haben wir es gerade mitnehmen müssen. Dann die Schülerheim hat uns den Speisesaal zur Verfügung gestellt. Dann haben wir da uns Straßen aufgebaut, wie bei Subway quasi, so vom einen zum nächsten. Und haben wir dann diese Sandwiches hergerichtet, die Schüler am Tag zuvor bestellt haben. Und dann haben wir eigentlich super zusammengeholfen, sind auch super schnell fertig geworden. Und schließlich haben wir es eben dann in einer 5., 10. und 11. Klasse verteilt. Und die waren sehr zufrieden und haben es ihnen super gut geschmeckt. Dass es ihnen geschmeckt hat, den Schülern, das haben wir daran erkannt. Wir haben eine Umfrage zum Schluss noch durchgeführt. Wir können es draußen an der Stellwand anschauen. Also wir haben eigentlich ziemlich gute Durchschnitte rausbekommen. Also haben wir ein tolles Feedback bekommen. Gut. Schauen wir, nächste Woche ist Abgabe und weiterkommen. Wenn es noch Fragen gibt, können wir sie gerne verwenden. Das Kindergarten ist dann jetzt. She's the